fortschreitenden Drehbuchschreibens immer da ein bisschen geändert. Gab es da dann wirkliche Überraschungen für Renate Richter? Und wenn ja, wie haben Sie sich denn insgesamt so auf die Rolle vorbereitet? Boah, das ist eine komplexe Antwort. Am Anfang war ich noch lesbisch. Ich war kein lesbischer Mut, Nancy. Ich habe innerhalb der 4 Jahre Vorbereitung, glaube ich, 16 verschiedene Drehbuchfassungen gelesen. Und weil sie ja rhetorisch sehr begabt ist, habe ich mir meine persönlichen Helden genommen und mir auf YouTube die Reden von Malcolm X, Martin Luther King und auch dann Mutter Teresa und auch Mahatma Gandhi habe ich mir auch als Vorbild genommen. Weil das Paradoxe ist ja, für sie steht ja Nationalsozialismus für gleichbedeutend mit Menschlichkeit. Bis ihr halt herausfindet, was wirklich los ist. Ja, und dann habe ich, nehme mir auch immer ein Tier für meine Rollen, dass ich eine andere Körperlichkeit bekomme. Und ich brauche ein Tier, was eben auch diese 180-Grad-Drehung durchmacht. Also von hässlich und unscheinbar zu einer stärkeren Frau. Und habe mir einen Schwan überlegt. Also den habe ich in London durch Zufall in dem Hyde Park entdeckt und da beobachtet. Und habe mir dann immer die Flügel vorgestellt zwischen den Schulterblättern, dass ich die aufrechte Haltung für die Uniform habe. Den langen Hals für die Ideologie und dieses Visionäre. Und ja, whatever.